gesagt. Markus, was für Themen stehen bei dir als nächstes an? Ich bin gespannt. Ja, ganz spannend, Ferdinand, nämlich elektronische ID mit Blockchain, also die elektronische ID für jeden Bürger, was soll geben, die digitale Identität, Gefahren, Risiken natürlich auch wieder Fragen aufwerfen, aber vor allem auch, wie sieht so ein Konstrukt überhaupt aus? Und für das habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir. Da warten wir ja schon lange drauf, auf diese elektronische ID. Also ich würde mich freuen, wenn wir auch ein paar Fortschritte sehen könnten zu dem Konzept. Ja, merci vielmals, Ferdinand. Ja, das wird jetzt meine Gastfrage, was für Fortschritte dass es gibt und wie weit dass wir da sind. Ich begrüße ganz herzlich bei mir den Martin Fabini, CTO Zürich von Firma TTIM AG. Und herzlich willkommen zuerst mal. Dankeschön. Und ja, was sind im Moment die Herausforderungen bei der Umsetzung von so einer digitalen Idee, wo wir ja eigentlich oder wo ganz viel darauf warten? Die Herausforderungen bei der Umsetzung sind vielfältig. Ich würde vielleicht gerne auf den Punkt, was ist eigentlich die digitale Identität oder in welchem Umfeld ist das die Herausforderung, die Kernherausforderung, kurz eingehen. Wir als T&M, als Digitalisierer, machen ja viele Projekte mit neuen Technologien, neuen Verfahren, Produktdesign und so weiter in der Cloud, mit künstlicher Intelligenz, das ganze Spektrum der Digitalisierung. Letztendlich kommen wir immer wieder auf den Punkt, wir versuchen zu gestalten, wie ein Unternehmen mit seinen Kunden kommuniziert, wie ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, wie es mit seinen Zulieferern kommuniziert. Und dort interagieren Menschen, Institutionen miteinander in einem wirtschaftlichen Kontext. Und diese Interaktion zu beherrschen und im Griff zu haben, effektiv zu gestalten, ist eine ständige Herausforderung. Deshalb haben wir gemerkt, das Thema digitale Identität ist eins der Kernthemen der Digitalisierung. Und wenn ich auf die Entwicklung in dem Bereich eingehe, dann muss man so ein bisschen einen größeren Bogen schlagen. Man muss einfach sich mal überlegen, was ist eigentlich Identität auch in einem gesellschaftlichen Kontext? Wenn Sie einen Philosophen fragen oder einen Psychologen, Mediziner, ja, was ist Identität? Werden Sie natürlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Einen Bürokraten, der erzählt Ihnen gleich ganz was anderes. Ja. Diese Identität des Menschen ist eigentlich etwas, was einerseits seine Persönlichkeit, seine Motive, seine Wertvorstellungen und so weiter ausdrückt, andererseits aber auch seine Eigenschaften, ja, körperliche Merkmale vielleicht, Merkmale des Wissens, Merkmale, die man sich im Laufe des Lebens erworben hat, Kompetenzen zum Beispiel, auch das sind Bereiche der Identität. Und sobald jetzt ein Mensch zum Beispiel Wertvorstellungen oder zum Beispiel auch erworbene Kompetenzen in ein soziales System einbringen möchte, dann muss er zeigen können, okay, ich bin derjenige und ich kann folgende Sachen, ich habe folgende Merkmale, ich habe folgende Auszeichnungen erworben. All diese ganzen Sachen werden in soziale Systeme eingebracht. Und die Gesellschaften haben sich dort von früh an Sachen entwickelt, wie man das machen kann. Also das Erste ist natürlich der Name, ja? Der Name, der eine Identität bezeichnet. Oft wurde der Name schon mit bekannten Eigenschaften assoziiert, mit Berufen zum Beispiel, Meier, Schulze, Müller, das sind alles mehr oder weniger Berufsbezeichnungen, die dort reingekommen sind. Auszeichnungen oder Bestätigungen, dass man etwas kann. Früher Orden, ja? Ein Orden bestätigte, dieser Mensch war ein mutiger, tapferer Krieger vielleicht. Ja? Solche Sachen sind alles Identitätsmerkmale. So, die sind in sozialen Systemen ausgeprägt, haben sich entwickelt. Letztendlich ging es dann darum zu sagen, okay,
Wer bestimmt eigentlich, wer eine bestimmte Person ist? Wer bestimmt, dass ich als Martin Fabini hier auftrete und Sie mich als solcher identifizieren auch? Hat in frühen Jahren hier in Europa zumindest die Kirche wahrgenommen mit den ersten Kirchenbüchern, die geschrieben wurde, und ist dann, ich weiß nicht wie lange jetzt, schon seit einiger Zeit in die Hoheit des Staates übergegangen. Ja? Die Kernhoheit des Staates ist es zu sagen, dieser Bürger ist Mitglied unserer Gemeinschaft und er ist folgendermaßen identifizierbar. Die Kernessenz einer Identität, die dort reingegangen ist. So, und in diesem Spektrum spielt Identität im täglichen Zusammenleben. Und jetzt versuchen wir, das in die digitale Welt zu bringen. Dort agieren auch Menschen miteinander und wir wollen die ja genauso interagieren lassen wie früher. Ja? Wie früher auf dem Markt ist man hingegangen und hat ein Pferd gekauft und man wusste per Handschlag oder per Referenz vom Bekannten, das ist derjenige, mit dem ich Geschäfte mache. Jetzt möchte ich halt von Bern aus mit in Santiago de Chile Geschäfte machen. Ja? Dort ist das mit dem Handschlag schwierig und die Identifizierung ist halt auch nicht gegeben. Da muss man lösen, aha. Und quasi das alles, was du jetzt gesagt hast, mit dem physischen und analogen quasi und mit all den Titeln und allem, was darum geht, alles, was uns ausmacht, quasi in die digitale Welt transformieren. Und wie das aussehen, wie da der Stand ist, da hat er uns jetzt eine Präsentation vorbereitet und darum würde ich euch das Wort übergeben. Ja, genau, ich bin eigentlich schon mitten in der Präsentation, um ehrlich zu sein. Und die Präsentation kommt nicht. Na, da ist es schon sehr viel weiter als gedacht. Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz mal zurückgehe. Es geht darum, diese Identität ins Digitale zu transformieren. Und das ist genau die Situation. Die Frage, die man sich stellt, warum geht das nicht so reibungslos? Warum hat man das nicht einfach übertragen? Das Internet hat einen Konstruktionsfehler. Der Kim Cameron von Microsoft hat das mal gesagt, eben Konstruktionsfehler, the Internet was designed without an identity layer. Ja? Im Internet sprechen Maschinen miteinander und nicht Personen. Ja? Und deshalb war das für die erste Generation des Internets war das auch überhaupt kein Problem, denn die war dazu da, um Informationen zu publizieren. Ja? Einer anonymen Menge von Leuten Informationen zu publizieren und dort brauchte man eigentlich die Identität nicht. Das hat sich relativ schnell geändert, spätestens mit dem E-Commerce-Boom musste man wissen, wer möchte bei mir etwas kaufen. Ja? Wer möchte in meinem Shop ein Buch kaufen zum Beispiel. Und diese Entwicklung ist dann durch einen, weil das war natürlich ein Boom, es musste schnell gehen, also was macht man in der Informatik viel zu oft? Ein Workaround. Ja? Man schummelt ein bisschen. Ja? Und man hat einfach gesagt, okay, wie funktioniert das heute, wenn Sie bei Amazon ein Buch kaufen wollen? Das erste Mal kommen Sie hin, müssen ein paar Angaben machen, Name, Vorname abgeben, Ihre Lieferadresse möglichst, Kreditkartennummer. Und dann legen Sie einen Teil Ihrer Identität bei Amazon ab. Ja? Und wenn Sie zurückkehren, dann haben Sie vorher ein Geheimnis vereinbart mit Amazon, ja, Ihren Username und Ihr Passwort. Und dann sagt Amazon, aha, das ist wohl der vorher auch schon mal da war, da habe ich jetzt die Daten. Das heißt, Sie haben einen Teil Ihrer Identität dort beim Händler deponiert. Das hat der Durchschnittsuser heutzutage bei etwa 30 Institutionen, Händlern, E-Commerce-Sachen weit verbreitet. Und das ist natürlich ein Geburtsfehler. Ja, das ist eine unsaubere Sache mit all den Problemen, die dort auftreten, denn Sie haben Passwortverlust, ja, Identitätsdiebstahl, das sind alles Probleme, die die Wirtschaft Millionen von Dollar, Franken, Euros kosten. Ja. Und insofern ist diese heutige Situation unbefriedigend. Es gibt dort verschiedenste Ansätze, zum Beispiel auch in der Schweiz mit dem EID-Gesetz, das zumindest mal zu zentralisieren und zu sagen, okay, es gibt einen Topf vom Staat kontrolliert
wo der Benutzer seine Identitäten reinpacken kann. Aber wenn man das Ganze in einen größeren, mal als grundlegendes Konzept angeht, dann kann man sich doch sagen, okay, ich habe die Daten, die ich sammle, meine Identitätsdaten, kann ich mal unterteilen zwischen inhärente Daten, das sind meine biometrischen Daten, ja, das ist auch mein Name, für den ich nichts kann, weil meine Eltern mir den gegeben haben, das ist eine Bürgernummer vielleicht, die ich vom Kanton oder von der Gemeinde bekommen habe. Das sind Daten, die ich eigentlich nicht mehr ändern kann, aber die ich vorweisen kann, um zu zeigen, ich bin der, der ich vorgebe zu sein. Danach habe ich zugewiesene Daten, eben das sind Zeugnisse zum Beispiel, die mir verliehen wurden. Das sind Sachen, die ich erworben habe. Ja? Das ist ein Führerschein, den ich bekommen habe. Das ist auch meine Krankenversicherungskarte, die ich bekommen habe. Das kann auch ein Rezept vom Arzt sein, das ich bekomme und das ich praktisch als Teil meiner Daten sehe und dem Apotheker zeige, dass ich berechtigt bin, irgendwelche Medikamente zu beziehen. Das sind ein großer Block von Daten, die meine Identität ausmachen und mit der ich mich in der digitalen Welt bewegen kann. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind mehr oder weniger gesammelte Daten. Das sind Daten, die auf dem Weg, also Metadaten meiner Bewegung im digitalen Raum zum Beispiel. Also ich bin guter Kunde. Ja? Das ist etwas, was ich als Eigenschaft erwerben kann, weil ich vielleicht 7-mal bei Amazon eingekauft habe. Ja? Oder ich bin Jazzliebhaber. Ja? Das sind Sachen, Erkenntnisse, die aus meinen Bewegungen im Internet erfolgen. Ja? Und das sind Daten, die natürlich nochmal einen gewissen Wert für Marketingunternehmen zum Beispiel haben, wo wir auch im Augenblick sicherlich versuchen mit DVGSO-Richtlinien und so weiter dem Herr zu werden, dass der Benutzer ein bisschen wieder die Kontrolle über seine Daten bekommt. Wenn ich dieses Konzept sehe, was ist eine Identität, dann ist ja eigentlich die Frage oder der Ansatz sehr hoch interessant, warum trage ich diese Identität nicht selber mit mir rum? Warum habe ich nicht nur Kontrolle über diese Daten? Und das ist genau der Ansatz der sogenannten Self-Sovereign Identity, die besagt, diese Daten sind unter der Kontrolle des Benutzers. Ich kann bestimmen, wem ich sie rausgebe. Ja? Man muss immer auch ein bisschen bei dem Begriff Self-Sovereign unter eigener Hoheit ein bisschen relativieren. Ich habe nicht die Hoheit darüber, diese Daten selber anzulegen. Ich darf nicht bestimmen, wie ich heiße und wo ich geboren wurde. Diese Hoheit ist immer noch beim Staat, ja? Oder bei der Führerscheinstelle, die mir den Führerschein ausstellt. Ja? Aber ich habe die Kontrolle darüber, wie ich mich mit diesen Daten im digitalen Kontext bewege. Und das ist das Konzept. Ich habe diese Daten jederzeit verfügbar. In meinem Smartphone zum Beispiel. Ja. Ich habe sie oder im Browser oder in der Cloud und eben kann sie jederzeit auch wiederherstellen, wenn ich die richtigen Maßnahmen dort ergriffen habe. Das ist sicherlich ganz wichtig. Und jetzt, wenn ich mit einem solchen Datensatz in der Gegend rumlaufe, in der digitalen Welt rumlaufe, wenn ich das mal so sagen darf, wie funktioniert das jetzt? Ich habe einen normalen Vorgang oder einen ständig wiederholenden Vorgang und dieser Vorgang ist genauso wie früher in der analogen Welt, in der digitalen Welt. Der Aussteller, eine Institution, der Staat, die Führerscheinstelle, eine Universität, die mir ein Zeugnis ausstellt, stellt mir eben dieses Zeugnis aus und erstellt es und damit wird es ein Attribut meiner Identität. Damit gehe ich zu einer interessierten Stelle, sage ich mal. Ja. Das könnte zum Beispiel ein Polizist sein, der mich anhält und nach meinem Führerschein fragt. Ja. Der
fordert diese Attribute von mir an. Und dann muss er verifizieren, dass dieser Führerschein in dem Fall, in dem Beispiel, wirklich von der richtigen Stelle ausgestellt wurde und natürlich auch gültig ist. Und das ist genau der Mechanismus, der in der analogen Welt durch auch viele verschiedene Mechanismen versucht wird, realisiert zu werden. Nehmen Sie einen Ausweis und Sie werden nach Ihrem Ausweis gefragt. Der wurde mir von einem Staat ausgestellt, von einer Gemeinde ausgestellt. Ich zeige die einem Polizeibeamten zum Beispiel. Und der guckt jetzt, okay, das scheint der Besitzer zu sein, weil das Foto da ist. Auch noch nicht so alt, das Foto, ja, dass man ein Foto benutzen könnte. Und jetzt muss er verifizieren, ist das von der richtigen Stelle auch ausgestellt worden oder zeigt er mir da nur ein Stück Papier mit seinem Foto drauf? Ja? Was hat man in der analogen Welt für Mechanismen dort entwickelt? Man sagt einfach, ist der Ausweis das richtige Papier? Ist da der richtige Stempel, der richtige Siegel drauf? Habe ich da noch ein Wasserzeichen drin? Das sind alles Maßnahmen, die es dem Verifizierer ermöglichen sollen, den Aussteller des Papiers zu erkennen, zu verifizieren. Und diesen Prozess jetzt digital zu machen und diese Verifizierung stark zu vereinfachen gegenüber dem analogen Bereich und natürlich auch dem heutigen digitalen Bereich, da ist das Konzept der Blockchain und der Identität auf der Blockchain prädestiniert und hervorragend geeignet. Denn die Blockchain, wie wir sie als Basis für Bitcoin ja als erstes kennen, bietet eine Infrastruktur, die letztendlich Nicht-Änderbarkeit, ständige Verfügbarkeit und garantierte Transaktionsausführung zeigt. Und durch diese Plattform kann man diese Verifizierung und dieses Vertrauen in das ausgestellte Attribut implementieren, ja, und über mathematische, kryptografische Methoden realisieren. So dass also jetzt diese Verifizierung, diese Verifizierung über eine jederzeit verfügbare Infrastruktur passieren kann. Das heißt, das, was früher eben der Polizist, der gucken musste, ob der Ausweis der richtige ist, der Kinokartenabreißer, der sicherstellen musste, dass die Kinokarte nur einmal verwendet wird, indem er sie durchreißt, ja? Kontrolleur im Fußballstadion, der die Eintrittskarte kontrolliert und sagt, okay, das sind die Karten, die unser Verein immer genauso druckt, also wird das wohl eine richtige Karte sein. Ja? Das sind die Verifizierungen, die im täglichen Leben stattfinden. Und die Blockchain bietet diese Möglichkeit, diese Verifizierung digital, sicher und ja, bombensicher sozusagen zu realisieren. Das, wenn Sie das jetzt mal übertragen und sagen, okay, Sie haben eine Identität, mit der Sie sich in einem Ökosystem bewegen. Und jetzt sind wir ja bei den Berner Digitaltagen und wir interessieren uns dafür, wie das zum Beispiel in einer Stadt aussehen könnte. Wenn Sie sagen, okay, die Bürger einer Stadt bekommen eine Identität und ich kann als Stadt, als kommunale Verwaltung, mit den Bürgern digital kommunizieren. Ja? Und die Bürger können auch untereinander kommunizieren und natürlich mit mir als Stadt. Ja? Dann eröffnen sich dort sehr viele, ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ja? Also Sie können so die normalen Sachen, die administrativen, die Pflichten des Bürgers, ja, wie Gebühren bezahlen, ja, und Steuern bezahlen, können Sie auf Basis dieser Identität natürlich sehr einfach implementieren. Sie wissen immer, mit wem Sie es zu tun haben, der ist berechtigt, das zu tun, der ist vielleicht auch verpflichtet, das zu tun. Das sind Informationen, die Sie ständig haben. Sie haben die Teilhabe des Bürgers an dem städtischen Leben, da wird es dann für den Bürger interessant.
können Sie dadurch natürlich sehr viel einfacher gestalten. Sie können, in der Schweiz gibt es ja die schönen Konsultationen, das ist ja eben Wahlenleit, nenne ich das mal, nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich sehr gute Einrichtung, wo die Bürger einfach sagen können, okay, ich möchte meine Meinung dazu abgeben. Als Stadt wissen Sie, das ist ein Bürger meiner Stadt, dessen Meinung ist gefragt, ja? Der kann sich identifizieren als Bürger der Stadt. Er muss sich übrigens gar nicht mit seinem vollen Namen identifizieren. Es reicht, dass er sagen kann, ich kann beweisen, ich bin Bürger der Stadt, ich bin wahlberechtigt. Und diese Teilhabe kann man natürlich in einem solchen städtischen Umfeld noch massiv ausbauen. Und dort gibt es sehr interessante Cases. Zum Beispiel wollen Sie die städtischen Sportanlagen, ja, bieten kleine Fußballplätze für Freizeitgruppen an. Sie können sagen, als Bürger der Stadt, ich möchte das Ding buchen. Ja? Sie weisen sich aus als Bürger, vielleicht sogar mit dem richtigen Wohnsitz im richtigen Viertel, weil das vielleicht eine Quartiersservice ist sozusagen. Ja? Buchen diesen Platz, bekommen von der Stadt eine digitale Bestätigung, dass sie das gebucht haben, und sie bekommen den Schlüssel, und das ist auch diesen digital. Ja? Und jetzt gehen Sie als Bürger, stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Smartphone, Ihre Kollegen kommen haben sich zum Fußballspielen dort verabredet, und Sie halten Ihr Smartphone an die Tür und die Tür geht auf, weil Sie sagen, okay, das ist eine Bestätigung, die der Bürger bekommen hat für einen gewissen Zeitraum. Ja? Der darf da jetzt rein, Umkleidekabinen sind frei, Sie können Ihren Wochenendkick dort abhandeln. Das ist Teilhabe, die dort gefördert wird. Teilhabe ist auch, die Bürger können sich zu Interessensgruppen zusammenschließen. Sie können Initiativen bilden. Das können Sie natürlich heute auch, aber mit einer solchen digitalen Identität werden ganz andere Möglichkeiten erschlossen, um zu wissen, wo sind meine Peers, wo sind potenzielle Interessenten und so weiter und so fort. Sie können andere Sachen implementieren, wie zum Beispiel zweckgebundene Zahlungen von einer Gemeinde, eine im sozialen Bereich. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, vielleicht Kindern aus sozial schwachen Familien das Schulessen zu finanzieren. Ja? Gut, nehmen wir mal an, die Kinder sind im Smartphone-Alter, das sollten sie dann schon haben. Ja? Die gehen an die Mensaschlange und zeigen, okay, ich bin berechtigt, Essen zu bekommen. Sie gehen, und das ist dann vielleicht auch der soziale Aspekt, genauso dorthin wie die Kinder aus wohlhabenden Familien. Bei denen wird Geld abgezogen, bei den anderen Kindern wird halt einfach von der Gemeinde das übernommen. Ja? Das sind Sachen, die funktionieren können. Ja? Also wirklich Interaktion in allen möglichen Bereichen, die eine Stadt dann lebenswert machen und lebenswert ist sie natürlich heute auch schon, aber die ein Gemeinwesen voranbringen können in einer digitalen Welt. Denn die Bürger werden auch die Erwartung haben, dass ihre Gemeinde, ihre Stadt sie am digitalen Leben teilhaben lässt. Und das ist mal eben das Spektrum der Einsatzgebiete der Self-Sovereign Identity. Ein paar kleine Anfänge haben wir ja schon gemacht. Die Stadt Zug hat ihren Bürgern eine digitale Identität bereitgestellt. Das ist inzwischen schon 3 Jahre her. Die Stadt Schaffhausen, da haben unsere Kollegen von Procivis das gemacht, hat eben einen ähnlichen Versuch. Ich nenne es mal wirklich Versuch, das sind Pilotprojekte, die spannenden Ansatz zeigen, ja, und die ein guter Anfang sind, um dort weiterzugehen. Ist in dem Bereich, wenn Sie dann sehen, okay, eine Versichertenkarte für die Krankenkasse, wie wir sie im Augenblick für die SASIS bauen, wo diese digitale Identität, sagen wir mal, ich bin jetzt mal ehrlich, konzeptionell schon drunter hängt, aber noch nicht implementiert ist, denn man kann mal Business Cases nehmen, wo man sie vielleicht noch gar nicht so braucht.
ist natürlich ein ganz starkes Instrument. Ja, wenn Sie jederzeit den Krankenkassenwechsel, wenn Sie auf Basis der Deckungsabfrage immer wissen können, okay, Rezeptausstellung, Abrechnung von solchen Sachen können sofort durchgeführt werden. Und diese Projekte laufen und das Schöne, und das Letzte haben wir hier auch nochmal, eben eine Kursbescheinigung, also Diplomvergabe, ja, für einen privaten Schulungsanbieter. Solche Projekte, solche kleinen Business Cases, Use Cases können implementiert werden. Man muss nicht auf die große Lösung warten. Man muss nicht auf die große Schweiz- oder europaweite ID warten, sondern man kann kleine punktuelle Lösungen dort angehen. Ja, denn letztendlich der Trust in die grundlegende ID hängt immer ganz stark von den Business Cases ab. Und als Stadt sind Sie natürlich in der Pole Position sozusagen, um Identitäten zu vergeben. Das heißt, dort können natürlich sehr starke Cases durchgeführt werden und implementiert werden. Das ist eigentlich der kleine Rundumschlag. Wunderbar für die Ausführungen, Herr Fabini. Trotzdem eine Frage am Schluss. Mhm. Ich habe von diesen Projekten gehört, wo glaube ich, in einer breiten Bandbreite sind, Gemeinde einerseits, andererseits die Anwendung, die jetzt gezeigt haben. Trotzdem muss ja die grosse Lösung schlussendlich das Ziel sein, für das Maximum auszuschöpfen. Von welchem Zeitrahmen reden wir da? Ja, das ist eine interessante Frage. Eine gute Frage. Die Frage ist, was setzt man sich als Ziel? Ja? Möchte man zum Beispiel sagen, okay, die Schweizer Identität soll als Self-Sovereign Identity implementiert werden? Ja, dann würde ich da schon in ein paar Jahren rechnen, ja, um da, dass es da weitergeht. Es gibt aber Initiativen, also sagen wir mal so, die Anfänge, es wirklich auch groß auszurollen, sind da. Es gibt von der Europäischen Union eine Initiative für Self-Sovereign Identity. Jetzt gerade vor kurzem hat sich in der Schweiz ein Verein gegründet, um die Self-Sovereign Identity zu positionieren. Ja. Frankreich ist relativ stark dran an diesem Konzept. Es gibt in Kanada erste Ansätze, erste, also Implementierung, die, sagen wir mal, stark in die Richtung gehen, die vielleicht noch nicht ganz rein self-sovereign sind, aber die stark in die Richtung gehen. Ja. Also das heißt, das Thema Identität ist bei den Staaten ganz oben auf der Agenda. Das ist ein drängendes Thema. Und zwar eben nicht nur digitale Identität, sondern auch Bürgeridentität. Zum Beispiel die Flüchtlingsströme, die uns weltweit entgegenkommen, haben ein Identitätsproblem. Wer sind die Leute? Das ist ein Problem für jeden Staat, ja, den wir haben, das wir irgendwie angehen müssen und lösen müssen. Das heißt, dort leicht benutzbare, effektive Maßnahmen werden dringend gebraucht. Und was ich sehe, ist das Konzept der Self-Sovereign Identity Blockchain basiert der effektivste und auch benutzerfreundlichste Ansatz, den wir haben. Er steckt auch technisch, das muss man auch wirklich konstatieren, noch in den Kinderschuhen, vielleicht inzwischen schon in den jugendlichen Schuhen. Ja? Aber die Marschrichtung ist da. Wunderbar, Martin Fabini, besten Dank für die super spannenden Ausführungen. Ja, meine Damen und Herren, das ist es zum Thema elektronische ID und was wir da für Möglichkeiten haben. Jetzt gibt es einen kurzen Einspieler und dann schalten wir dann wieder runter zu meinem Kollegen Ferdinand Vogler ins Underground Studio im Erlacher Hof. Merci vielmals.